What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Infovideo. Ja, letztens habe ich euch schon den Teaser-Trailer zu der neuen Map Spire aus dem Eclipse DLC gezeigt und ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Heute geht es um die Map Knockout, da ist jetzt nämlich auch ein Teaser-Trailer erschienen. Vorab kann ich schon mal sagen, dass es wirklich eine wunderschöne Map ist, aber seht einfach selbst im kleinen Teaser-Trailer zur neuen Map Knockout. Wie letztens schon gehen wir einfach mal die Bilder durch, die wir hier in diesem kleinen Trailer geboten bekommen haben. Und ich sage euch mal ein bisschen die Meinung dazu und ihr könnt euch das Ganze dann nochmal genauer anschauen. Wäre sehr geil von euch, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet für mehr Teaser-Trailer aus Black Ops 3, damit ich auch weiß, dass euch das Ganze gefällt. Kommen wir also direkt zum ersten Bild aus dem Trailer. Hier haben wir so eine kleine Seitenansicht der Map. Ist auf jeden Fall wieder sehr traditionell japanisch gehalten, auch hier wieder mit diesen rosanen Kirschblütenbäumen, Sakura-Bäumen. Sieht auf jeden Fall schon hier sehr, sehr krass aus. Im nächsten Bild sehen wir dann auch direkt wieder diese Shaolin Tempel und überall diese goldenen Drachen. Also ich finde, das macht schon extrem was her. Auch dieses Rot gefällt mir überall sehr, sehr gut. Ihr merkt, ich schwärme die ganze Zeit schon von der Map, weil ich es einfach vom Aussehen her extrem krass finde. Im nächsten Bild sieht man auch, dass sie sehr offen zu sein scheint. Man sieht zwar hier in der Mitte ein paar Headglitch-Spots, aber es scheint nicht so zu sein, dass es jetzt extrem verwinkelt ist, sondern hier haben wir jetzt auch einen großen Platz und einfach die Häuser im Hintergrund finde ich einfach richtig geil gemacht, finde ich richtig faszinierend. Im nächsten Bild haben wir dann direkt hier die Großaufnahme von diesem dicken Drachen in der Mitte, den wir auch schon vorher zu Gesicht bekommen haben. Auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Ich frage mich, ob man auch da drauf springen kann, ob wir da die nächsten Sniper-Camper oben auf dem Drachenkopf drauf liegen werden. Dann natürlich im nächsten Bild haben wir auch eine kleine Wasserstelle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man da tauchen kann, aber es sieht auf jeden Fall so aus, weil es so aussieht, als ob man hier links im Bild, wenn ihr da an das weiße Haus guckt, da unten drunter irgendwie durchtauchen könnte. Das nächste Bild ist mein persönliches Lieblingsbild von diesem Trailer, weil hier sieht man so den Innenraum von diesem ganzen Gebäude und man sieht einen Trainingsraum. Wenn ihr genau darauf achtet, sieht man einfach rechts an der Wand den Trainingsanzug von Bruce Lee, den er auch in seinen ganzen Trainingseinheiten getragen hat, in den Filmen getragen hat. Ihr könnt ihn überall sehen. Wenn ihr einfach mal Bruce Lee bei YouTube eingibt, dann seht ihr direkt Bruce Lee mit diesem Anzug. Auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Im nächsten Bild sehen wir dann einfach eine Disco, die irgendwie scheinbar im Inneren von diesen Gebäuden sein soll. Passt eigentlich gar nicht so zur Außenmap, aber finde ich eigentlich sehr interessant, diesen Kontrast ziehen zwischen dieser neumodischen Disco hier drin mit der Disco-coolen Außen einfach dieses altertümliche japanische Konstrukt. So, das war's dann auch schon wieder von dem heutigen Black Ops 3 Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch natürlich über die neuesten News auf dem Laufenden halten. Das werdet ihr alles hier auf diesem Kanal sehen. Und dann sage ich mal, hasta la vista, meine Freunde. Abonniert den Kanal für mehr und liked, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Part.